Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Einblick, der Sendung der Medienwerkstatt Linz. Ein abwechslungsreiches Programm mit Beiträgen regionaler Filmemacherinnen und Filmemachern warten auf Sie. Den Inhalt dieser Sendung und weitere Informationen über uns finden Sie unter www.medienwerkstatt-linz.at. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Wie ungefähr so groß war wie ihr, das ist schon lange her, habe ich besonders gerne den Räuber Hotzenplotz gehört von meinen Eltern, die haben mir vorgelesen aus dem Buch und später habe ich dann auch selber gelesen. Und wer kennt jetzt den Räuber Hotzenplotz schon aller? Ja? Was gefällt euch denn besonders gut beim Räuber Hotzenplotz? Also, dass er was stibitzt, ja? Okay. Noch jemand, dem was besonders gut gefällt? Mir hat immer der tollpatschige Polizist sehr gut gefallen. Okay? Der ist auch lustig. Aber gut, ihr wollt ja was hören von mir. Und daher soll ja ich heute etwas vorlesen. Also, das ist der Räuber Hotzenplotz, schaut das Buch aus. Ja. Und ich beginne von vorne. Das Buch hat auch so Zeichnungen, seht ihr das? So Bilder. Also nicht nur Wörter und Buchstaben, sondern auch so Bilder. Und da sieht man den Räuber Hotzenplotz, wie er wahrscheinlich ausgeschaut hat, mit einem Hut, einem großen und einer langen Feder und einem Bart, so ähnlich wie meiner, und einer großen Nase. Meine ist viel kleiner. Also, fangen wir an? Ja. Gut, einverstanden. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt. Die hatten sie selbst erfunden. Wenn man daran kurbelte, spielte sie "Alles neu macht der Mai". Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemahlen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweiten Mal aufgefüllt und eben wollte sie weitermahlen. Da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief: "Her mit dem Ding da!" Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwicker. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hackennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine krumme Feder steckte. Genau. Und in der rechten Hand hielt er eine Brille. Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. "Her damit", sage ich. Aber Großmutter ließ sich nicht bange machen. "Erlauben Sie mal", rief sie entrüstet. "Wie kommen Sie da herein?
Und was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie denn eigentlich? Da lachte der fremde Mann, hahaha, dass sich die Feder an seinem Hut nur so wackelte. Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach. Jetzt erst sah Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel mit 7 Messern steckte. Da wurde sie blass und mit ängstlicher Stimme fragte sie, sehen Sie etwa der Räuber Hotzenplotz? Der bin ich, sagte der Mann mit den 7 Messern. Machen Sie keine Geschichten, das mag ich nicht. Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle. Aber die gehört Ihnen doch gar nicht. Pappalapapp, rief der Räuber Hotzenplotz, tun Sie gefälligst, was ich von Ihnen verlange. Ich zähle bis 3. Und er hob die Pistole. Bitte nein, sagte die Großmutter. Die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Wenn man daran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied. Eben deshalb, knurrte der Räuber Hotzenplotz. Ich will auch so eine solche Kaffeemühle haben, die ein Lied spielt, wenn man daran kurbelt. Geben Sie sie schon her. Da tat die Großmutter einen tiefsten Seufzer und gab sie ihm. Was hätte sie denn sonst tun sollen? Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser Hotzenplotz war. Alle Leute hatten entsetzliche Angst vor ihm, sogar der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser. Und der war immerhin von der Polizei. Na also, warum nicht gleich? Mit zufriedenen Grunzen ließ Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle in seinen Sack verschwinden. Dann kniff er das linke Augen zu, schaute Großmutter mit dem rechten Auge an und sagte, so, und nun passen Sie mal gut auf. Sie bleiben jetzt hier auf der Bank sitzen und rühren sich nicht vom Fleck. Dabei zählen Sie leise bis 999. Warum? Fragte die Großmutter. Darum, entgegnete Hotzenplotz, wenn Sie bis 999 gezählt haben, dürfen Sie meinetwegen um Hilfe rufen. Aber erst dann und keinen Augenblick früher, das sage ich Ihnen. Sonst können Sie etwas erleben. Verstanden? Verstanden, sagte die Großmutter. Und versuchen Sie nicht zu mogeln. Der Räuber Hotzenplotz hielt ihr zum Abschied ein letztes Mal die Pistole unter die Nase, dann sprang er über den Gartenzaun und verschwand. Kasperls Großmutter saß kreidebleich auf der Bank vor dem Häuschen und zitterte. Der Räuber war fort und die Kaffeemühle war auch fort. Es dauerte eine ganze Weile, bis Großmutter endlich mit dem Zählen beginnen konnte. Sie zählte gehorsam bis 999. 1, 2, 3, 4. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Aber in der Aufregung verzählte sie sich oft, dass sie mindestens 12 Mal wieder von vorne anfangen musste. Als sie schließlich doch bei 999 angelangt war, stieß sie einen lauten Hilfeschrei aus.
Hilfe! Und dann fiel sie in Ohnmacht, also sie fiel um. Warum? Weil sie sich so gefürchtet hat und so aufgeregt hat, dass sie dann nicht mehr konnte und dann ist sie umgefallen. Ihr kennt ja, das war das erste Kapitel. Und das hat davon gehandelt, wie der Räuber Hotzenplotz der Großmutter die Kaffeemühle weggenommen hat. Was glaubt ihr, was ist denn dann passiert? Oder was kommt dann im Buch? Der Polizist. Richtig. Die Großmutter hat Hilfe geschrien und jetzt kommt die Polizei. Da sieht man den Polizisten auf der Zeichnung. Der schaut lustig aus, oder? Ja. Der Dimpfelmoser, oder? Inspektor Dimpfelmoser. Hat einen lustigen Namen. Der hat einen Helm auf und auf dem Helm ist eine Spitze. So eine Kugel oben. Die hatte man ganz früher. Und auch sonst hat er einen Schnurrbart, der ist so eingezwirbelt. Seht ihr das? Da oben. Meiner ist zu kurz, ich kann es nicht machen. Also, Kasperl und sein Freund Seppel waren beim Bäcker gewesen und hatten eingekauft. Ein Mehl, etwas Hefe und 2 Kilo Zucker. Nun wollten sie noch in den Milchladen süßen Rahm holen. Morgen war Sonntag und sonntags gab es bei Großmutter Pflaumenkuchen, Zwetschgenkuchen sagen wir, oder? Zwetschgenkuchen mit Schlagobers. Darauf freuten sich Kasperl und Seppel die ganze Woche im Voraus. Weißt du was? Sagte der Kasperl. Ich wünschte mir, dass ich der Kaiser von Konstantinopel wäre. Wieso? Sagte Seppel. Ja. Weil ich dann jeden Tag Zwetschgenkuchen mit Schlagobers essen könnte. Ist denn der Kaiser von Konstantinopel jeden Tag Zwetschgenkuchen mit Schlagobers? Kasperl zuckte mit den Achseln. Das weiß ich nicht. Aber ich, wenn ich Kaiser von Konstantinopel wäre, ich würde es ganz sicher tun. Ich auch, sagte Seppel. Du auch? Fragte Kasperl. Ich fürchte, das geht nicht. Warum nicht? Weil es nur einen Kaiser von Konstantinopel gibt und nicht 2. Und wenn ich schon der Kaiser von Konstantinopel bin, kannst du nicht auch der Kaiser von Konstantinopel sein. Das musst du doch einsehen. Machte Seppel. Dann müssen wir eben abwechseln. Du eine Woche Kaiser von Konstantinopel und ich eine Woche. Nicht schlecht, sagte der Kasperl. Nicht schlecht. Doch da hörten sie plötzlich, wie in der Ferne jemand um Hilfe rief. Horch, fragte Seppel erschrocken. War das nicht die Großmutter? Ja, das war die Großmutter, sagte Kasperl. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, vielleicht ein Unglück? Schnell, lass uns nachschauen. Kasperl und Seppel machten auf der Stelle kehrt und rannten nach Hause. An Großmutters Gartentür wären sie fast mit dem Wachtmeister Dimpfelmoser zusammengerumpelt. Auch er kam herbeigelaufen, weil er jemanden um Hilfe rufen gehört hatte. Könnt ihr nicht aufpassen, schimpfte er. Ihr behindert mich in der Ausübung meines Dienstes und das ist strafbar. Mit langen Schritten folgte er Kasperl und Seppel nach. Im Garten fanden sie die Großmutter vor der Bank liegen, auf dem Rasen. Stocksteif lag sie da
und dann in Ohnmacht gefallen ist. Die Sonne hat gescheint, so freundlich, Schatz. Und schöne Bäume, schauen lustig aus, die Bäume, oder? Und was für einer ist der Kasperl und wer ist jetzt der Seppel? Was glaubt ihr? Das ist der Kasperl und der ist der Seppel. Ganz richtig. Und wie erkennt man das? Weil die Zipfelmütze da so abgeht. Die Zipfelmütze, gell? Und schaut einmal, der Inspektor Dimpfelmoser, was der für ein langes Schwert hat. Möchten auch Sie lernen, Radio oder Fernsehen selber zu machen? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir bieten laufend Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Informieren Sie sich unter www.medienwerkstatt-linz.at. Ich möchte euch sehr herzlich zu meiner Ausstellung Die Kunst des Matriarchats und die Göttinnen im Wandel der Zeit begrüßen. Ich arbeite sehr gerne in der Natur und dort kam die Inspiration für die Ausstellung.
Eine Göttin ist eine Frau, die aus ihrer tiefsten Tiefe schöpft, die aus der Dunkelheit ins Licht tritt und ihre Möglichkeiten zulässt. Sie kennt die magischen und heiligen Plätze ihrer Innerlichkeit, die ihre Seele nähren. Eine Göttin schätzt Schönheit, Licht und vor allem die Liebe. Sie lässt die sanfte und heilsame Energie der Liebe in ihren Körper und Geist fließen. So fließt sie mit dem Leben in mühelose Anmut. Ich arbeite sehr gerne mit anderen Künstlerinnen zusammen und war so begeistert von diesen tollen Frauen von der Anton Bruckner Universität, die wirklich perfekt diesen Geist des Matriarchats für mich verkörpern. Die Sängerin ist auch ein ganz ein spezieller Teil der Performance. Die Authentizität, diese Präsenz der Weiblichkeit, der Göttinnen im Wandel der Zeit. Jetzt wurden die Göttinnen zurückgedrängt in die Tiefen der Wälder und die Stille des Unterwasserreichs. Und die Entfremdung von den Wurzeln des irdischen Lebens folgte. Doch der Kreislauf der Natur setzt sich fort und so sind die Göttinnen zu uns zurückgekehrt aus den Wäldern und den Tiefen der Seen und führen uns zu den ältesten Wurzeln der Menschheit zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Froh, Silvia Pölz begrüßt Sie heute zur Sendung Information über Leute, die mit unserem Radio zu tun haben. Und da haben wir heute die Hildegard da. Sie ist auf diesem Gebiet Fachfrau und wird uns heute ein bisschen erzählen, wie sie in der Medienwerkstatt so die Neulinge, die gerne Radio machen möchten oder auch Fernsehen machen möchten, so ja, durch ihre Krisen bringt. Ich begrüße dich sehr herzlich, liebe Hildegard.
Ja, danke für die Einladung, liebe Silvia. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden uns heute anschauen, wie eine Radiosendung entsteht und so ein bisschen hinter die Hintergründe blicken. Was ist Ihr erster Griff am Morgen? Kaffeemaschine einschalten, Rasierapparat oder doch das Radiogerät? Wahrscheinlich das Radio. Und dann begleitet es uns durch den ganzen Tag. Wir hören Radio am Arbeitsplatz, beim Autofahren, in der Küche oder beim Hausbauschreiben. Es unterhält uns mit Musik und es bringt Nachrichten und Informationen. Aber wer hat das Radio eigentlich erfunden? Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Erfindung des Radios wurden schon im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts gelegt. Marconi, Tesla, Bell, Popov und viele andere mehr waren an der Erfindung des Radios beteiligt. Erkenntnisse aus der Physik, der Mathematik, die Wellentheorie und das Wissen von der Übertragung der elektromagnetischen Wellen ergänzten einander und Hand in Hand mit der Erfindung des Telefons und des Funks wurde das Radio entwickelt. Seit 90 Jahren, seit Oktober 1924, wird in Österreich gesendet. Zu Beginn wurden vor allem Konzerte übertragen und die Zuhörerinnen und Zuhörer saßen mit Kopfhörern vor den Geräten. Das Radio ist also ein Unterhaltungs- und Informationsmedium und war daher immer auch politisch heiß umkämpft. In Zeiten der politischen Umbrüche wurden die Radiostationen als erstes besetzt, um die Informationshoheit zu sichern. Seit 1924 kann man also in Österreich Radio hören. Bis 1993 galt das Radiomonopol und seit 1997 senden auch Privatradios und freie Radios in Österreich. Und hier beginnt auch die Geschichte der Medienwerkstatt Linz. Nicht nur Radio hören, sondern auch selbst aktiv Radio machen und im freien Rundfunk senden, das kann man in der Medienwerkstatt Linz. Für Schulen und Non-Profit-Organisationen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Gratis-Workshops. Jährlich kommen zahlreiche Schulen, so ist zum Beispiel das österreichische Gymnasium Prag ein Stammgast in Linz. Die jungen Prager bereiten im Deutschunterricht eine Website für ihre Schulkolleginnen und Kollegen vor. Sie beschreiben auf einem Stadtplan Linzer Sehenswürdigkeiten mit Texten und Audiofiles. Bei ihrem Linz-Aufenthalt haben sie in der Medienwerkstatt die entsprechenden Aufnahmen gemacht. Guten Morgen und herzlich willkommen in der Medienwerkstatt Linz. Wir machen heute Aufnahmen, Audioaufnahmen für eure Homepage und für unsere Radiosendung aus diesen Texten, die ihr macht, die ihr jetzt im Radiostudio sprechen werdet, wird auch eine Radiosendung gestaltet. Wir werden jetzt einmal gemeinsam die Texte lesen. Jede von euch spricht ihren Text. Ich muss mir erst raussuchen, welche Texte ihr jetzt vorbereitet habt. Und dann gehen wir hinüber ins Radiostudio und wir nehmen dort die Texte auf. Für die Aufnahme möchte ich euch jetzt gleich ein paar Tipps geben. Also ihr sollt dann nachher im Studio gut und aufrecht sitzen, damit ihr gut atmen könnt. Den Text in die Hand nehmen und nach vorne sprechen, so Richtung Mikrofon sprechen. Also langsam sprechen. Wir gehen dann immer in kleinen Gruppen, vielleicht 4 Personen ins Studio. Ja? Und dann kommt die nächste Gruppe. Achtung! Das Projekt Prager Schüler lernen Linz kennen bietet Informationen zu wichtigen Bezugspunkten in der Landeshauptstadt von Oberösterreich. Auf der Webseite werden Informationen dazu, wie Stadtpläne, kurze informative Texte und MP3-Dateien kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung gestellt. Ja, bitte. Zielpublikum sind in erster Linie tschechische Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Fremdsprache lernen und Lust auf eine Linzreise und einen nachbarschaftlichen Besuch in Oberösterreich haben. Das Projekt wurde vom 23.04. bis 25.04.2014 vom österreichischen Gymnasium Prag mit den beiden Deutsch als Fremdsprache Anfängerklassen 1a und 1b durchgeführt.
Die Säule wurde in Erinnerung an die Menschen, die an einer Pestepidemie gestorben sind in den Jahren 1600. Ganz in Ruhe. 1600. Noch einmal, einfach nur 1600. Nur das. 1679 und 1713 gebaut. Sehr gut, passt. Mhm. Offene Kulturhaus Oberösterreich, OKA, ist eine Kunsteinrichtung des Landes Oberösterreich in Linz. Das OKA verfügt über 1800 Quadratmeter Ausstellungs- und Produktionsfläche. Noch einmal den Satz in. Im selben Gebäude sind auch das Programmkino Movimento und die Gastronomiebetriebe Gelbes Krokodil und Solaris untergebracht. Das Gelbe Krokodil ist ein Restaurant, welches vor allem regionale und vegetarische Gerichte anbietet. Die Bar Solaris ist ein Szene-Treffpunkt. Mhm, sehr gut. Die Pferdeeisenbahn Budweis, Linz, Munden, sie diente hauptsächlich zum Transport von Salz aus dem Salzkammergut nach Böhmen. Dieser Transport war teilweise sehr mühsam, insbesondere dort, wo eben keine Schiffe verwendet werden konnten. Bis Linz konnte der Wasserweg verwendet werden. Dann musste jedoch auch Pferdefuhrwerke umgeladen werden, die bis nach Budweis fuhren. Bei einem jährlichen Transportvolumen von 17.000 Tonnen standen Ende des 18. Jahrhunderts täglich an die 350 Fahrzeuge im Einsatz. Die Grundidee hinter dem Kursangebot der Medienwerkstatt ist, jeden und jeder zu ermöglichen, selbst in den Medien vertreten zu sein und mit einem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ein demokratischer Ansatz. Gefördert wird die Medienwerkstatt Linz dabei von der Arbeiterkammer Oberösterreich und von der Stadt Linz. Also Cindy, warum gerade Radio? Ja, weil das Radio halt das Medium ist, wo man Menschen mit erreichen kann. Und gerade Leute, die jetzt aufgrund einer Behinderung oder Sprachbarrieren einfach nicht lesen können. Und jeder Mensch hat das Recht, sich weiterzubilden und sich Informationen einzuholen. Und wenn es einfach auf, ich sag jetzt mal, normalen Wege nicht gegeben ist, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Manfred, warum gerade Radio? Ja, weil das Radio ist sehr wichtig, dass die Menschen Informationen kriegen, was in der Welt passiert auch und so. Und die Informationen für die Leute, was mit Behinderungen ist, auch, wollen auch einiges wissen. Und es ist sehr wichtig, was so passiert auch. Und dann gibt es auch das Wetter durch, dass man sich drauf einstellen kann. Und das finde ich sehr toll. Die neueste Produktion im Bereich Radio ist die Hörzeitung der Diakonie Werkstätte Linz. Was war die Idee dahinter? Ja, da geht es auch um die Information, was wir geplant haben. Und ich habe jetzt ein eigenes Thema und das finde ich auch gut, wenn wir die Hörzeitung machen, weil es ist sehr wichtig, dass das auch rausgeht zu den Leuten und das auch hören können und dass ich dann irgendwie an mein Thema, was sehr wichtig ist, dass sie die Leute ändern. Und das sogar berücksichtigen dann. Das ist mir sehr wichtig. Die Känguru-Zeitung ist eine Zeitung von behinderten Menschen für behinderte Menschen. Und die wird bei uns im Diakoniewerk in der Werkstätte Linz-Stifterstraße umgesetzt. Dann werden natürlich die Artikel geschrieben auf leichte Sprache umgeändert. Weil das ist ja auch wichtig für die Menschen, die halt das Sprachverständnis nicht haben, dass sehr gut verstanden wird, worum geht es eigentlich. Jeder ist total begeistert vom Lesen her und auch vom Hören, weil das total einfach ist, die CD einfach einzuschieben, sich zu entspannen, sich zurückzulehnen und dann den Geschichten einfach zu lauschen, die wir halt geschrieben haben oder die uns vermittelt worden sind. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind Verena, Tanja, Silke und Martin aus der Werkstätte Linz-Stifterstraße. Wir wünschen viel Spaß mit unserer Hörzeitung Känguru. Was kannst du in dieser Hörzeitung erfahren? In dieser Hörzeitung gibt es verschiedene Themen. Heute berichten wir von Erlebnisse vom Skifliegen in Kulm.
Was ist das Projekt Elvis? Was gibt es Neues vom Orange Mars? Spaß am Kreativsein, Freude an der Arbeit miteinander, Engagement im gesellschaftspolitischen Bereich. Das sind die Beweggründe, Radio zu machen. Und genauso unterschiedlich wie die Gründe sind auch die Sendungsinhalte. Die Sendungsinhalte, ich habe bis jetzt, ja, ich glaube, fast nur mehr Radiobeiträge über Lieder gemacht. Das gefällt mir sehr. Ich mag dann, wenn ich gewisse Lieder oder gewisse Sänger oder Sängerinnen präsentieren kann, aber immer mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund. Die letzte Sendung, das war für den Valentinstag. Und es ist ja, es ist um Liebeslieder gegangen, nicht nur aus Frankreich, aus Spanien, aus Argentinien. Und dann, es war dabei der Hintergrund von der Gleichstellung zwischen Schwulen, Lesben und Hetero-Heirat in Frankreich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Froh, hier ist Nicolas Adrie Chaumiez. Ich begleite Sie bei der Sendung Valentinstag für alle. Warum dieser Titel? Im Jahr 2013 hat Frankreich die Heirat für alle eingeführt, die Heirat für hetero- und homosexuelle Paare. Diese Gleichstellung führte leider nicht zu einer Normalisierung homosexueller Liebesbeziehungen, sondern zu einer Eskalierung der Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit in Worten und Taten. Einen Radioworkshop in der Medienwerkstatt zu besuchen und danach seine eigenen Radiosendungen zu produzieren, das ist für Menschen aller Altersgruppen im Radioclub möglich. Und das kann man sich ohne technische Vorkenntnisse zutrauen, denn es gibt jederzeit die Unterstützung der Medienwerkstatt. Die ersten Erfahrungen mit dem Medium Radio, beim Workshop oder bei den ersten eigenen Produktionen können ganz unterschiedlich sein. Woran erinnern sich die Clubmitglieder? Es war von Anfang an so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben unsere Kurse begonnen hier in der Medienwerkstatt und das war von Anfang an lustig, gemeinschaftlich. Wir haben viel gelernt, denn in meinem Fall ist es ja auch das Radio für Senioren. Also waren ja damals schon lauter junge Senioren dabei. Aber jetzt, also am allerliebsten, das macht man natürlich trotzdem immer, ist es schon eine Sendung zu präsentieren. Das ist deshalb, wollte ich Radio machen und das macht einfach Spaß. Hellgrünes blüht und anderes verwest und Kröten schliefen durch den grünen Lauch. Dich liebe ich treu, du derbe Wäscherin, noch trägt die Flut des Himmels goldene Last. Fischlein blitzt vorüber und verblasst. In welch sein Antlitz fließt durch Erlen hin. In Gärten singen Glocken lang und leis. Ein kleiner Vogel trällert wie verrückt. Das sanfte Korn schwillt leise und verzückt. Und Bienen sammeln noch mit ernstem Fleiß. Komm, Liebe, nun zum müden Arbeitsmann. In seine Hütte fällt ein lauer Strahl. Der Wald strömt durch den Abend, herb und fahl. Und Knospen knistern heiter dann und an. Das ist noch nicht gelesen. Radiosendung über die Themen Wirtschaft, Gesellschaft, Zeitgeschichte, über Länder der sogenannten Dritten Welt, Musiksendungen, Hörspiele und so weiter werden produziert. Wir wollten von den Bäuerinnen und Bauern wissen, was für sie die Erde Everdinger Becken bedeutet. Die Erde im Everdinger Becken ist ein fruchtbarer Schwemmlandboden. Und es wurden die Mineralstoffe und Nährstoffe, die die Donau aus ihren Zuflüssen, zum Beispiel von Bayern und auch von den Tiroler Alpen, aufgenommen hat, in den Becken abgelagert. Auch zahlreiche preisgekrönte Radiosendungen gibt es zum Nachhören. So haben wir 2011 den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Sparte Bildung, Wissenschaft, Eduard-Pleuer-Preis für unser Projekt Leben erfahren, Lebensgeschichten hörbar gemacht, erhalten.
In den Morgenstunden des 12. März 1938 passieren Truppen der deutschen Wehrmacht die oberösterreichische Grenze. Stunden später hält Adolf Hitler seine erste Rede vom Balkon des Linzer Rathauses. Er hat nun sein Geburtsland Österreich, so wie er es selber ausdrückt, heim in sein Reich geholt. Bis 1945 wird es kein Österreich mehr geben. Alle Sendungen der Clubmitglieder und Seminarteilnehmer können auf der Homepage der Medienwerkstatt Linz nachgehört werden. Wir haben ein abwechslungsreiches Sendungspool. Endlich kann sich unser Sohn mehr leisten als ein Croissant und lädt uns ein in ein edles Restaurant. Endlich braucht er nicht mehr klauen und sich sein Leben damit versauen. Endlich. Sind Sie interessiert am Radiomachen? An einer engagierten Tätigkeit, einem kreativen Hobby? Einfach nachfragen in der Medienwerkstatt. Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Genau. Thank you.
ich was zu essen mit. Und in 3 Minuten geht es wieder weiter mit Radio Frech, aber vorher noch. Des MRGs, des Medienrealgymnasiums Linz, Fadingerstraße, präsentiert Frech! Fadinger Radio Education Cooperation Hof. Zwischen Hersching und Maichtränk brauchen Sie momentan im... Geld kann sich weiter drehen, ja. Sie befinden sich auf 105,0 MHz. MRG Fadinger Schule und das Kulturzentrum Hof gestalten eine lokale Sendung. Das Team des MRGs, des Medienrealgymnasiums Linz, Fadinger Straße, präsentiert... Frech! Fadinger Radio Education Cooperation Hof. Thank you.
hat, die Ebenen, die nach oben gehen, das lässt sich schön inszenieren. Es gibt alle 6 Ebenen, die gespielt werden, in unterschiedlichen Gruppierungen, von den tiefen Instrumenten bis hinauf zu den Trompeten. Das Stück selbst basiert auf Fanfarenmotiven, die sich aber im Laufe der Zeit mehr rhythmisch-dynamisch entwickeln. Das wäre auch sozusagen für eine zeitgenössische Komposition sicher notwendig. Fanfare war perfekt konzipiert. Der Effekt ist auch voll herübergekommen. Es war ein sehr kurzweiliger Genuss. Es ist immer gut, wenn zeitgenössische Musiker und Komponisten eine Uraufführung machen können. Ich bin ganz beeindruckt. Ich finde, dass sie gut auf die Situation zurecht komponiert war. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube, dass sie gut durchdacht gewesen ist und dass sie auch das Potenzial hat, oft und oft wiederholt zu werden. Das Tolle war, wie die Ebenen eigentlich zusammenspielen. Das war akustisch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ich muss sagen, es ist eine außergewöhnliche Location und eben weil so viele Ebenen sind und weil die Distanz zum Dirigenten auch so groß ist, so hat man sich sehr auf das visuelle Signal verlassen müssen. Das war für mich ein schöner Mix aus so typischen martialischen Fanfarenklängen, aber durchaus feinsinniger, hintergründiger Musik. Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, auf unserer Homepage www.medienwerkstatt-linz.at finden Sie weitere Informationen über unsere Angebote, wie zum Beispiel Radio- und TV-Workshops. Wir sind damit am Ende unserer Sendung und bedanken uns fürs Zusehen.